Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht in World of Tanks. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier durchkomme. Ich fahre heute den englischen Jagdpanzer Archer auf der Karte El Haluf. Und der Jagdpanzer fährt rückwärts schneller als vorwärts. Von daher versuche ich meinen ersten Einsatzpunkt rückwärts fahren zu erreichen. Und jetzt, da ich hier bin, drehe ich mich. Und da werde ich von zwei Stück 3G etwas eingekesselt, die jetzt meinen Platz hier beanspruchen. Also muss ich mir einen anderen Platz suchen. Dieser Platz ist nicht ganz so ideal. Vielleicht steht da ja noch einer. Nee, da stand keiner. Und da drüben. Also wenn da einer stand, habe ich ihn nicht getroffen. Und da der Covenanter und der AMX-ELC hier weiter vorrücken, versuche ich das auch gleich mal. Da links steht der AMX-ELC, da drüben steht, das könnte der Leopard sein. Vielleicht kann ich ihn so anvisieren, weil sehen kann ich ihn nicht. Vielleicht ein kleiner Glückstreffer, aber da, wenn er da steht, dann habe ich da keine Chance, sonst steht er hinter dem Felsen. Und auf der Minimap sehe ich den massierten Feind auf der A- und B-Linie. Und unser schwerer Panzer, der Churchill 3, steht da irgendwo bei den Felsen rum. Da ist ein Stuck 3G. Ja, da kann ich gerade mal die Kanonenrohrspitze sehen. Der Rest ist hinterm Felsen verborgen. Aber da oben. Wolverine. Oh, war zerstört, bevor ich ihn treffen konnte. Immer noch kein Treffer. Und mit einem Auge auf der Minimap sehe ich, dass der Gegner da bei AB beziehungsweise 1-2 am Durchbrechen ist. Und ich ziehe mich zurück. Auf den Punkt da oben am Hügel. Vielleicht kann ich von da aus noch was ausrichten, denn hier unten bin ich jetzt ein leichtes Ziel. Hat keinen Sinn, da zu bleiben. Und ich stelle mich hier in bzw. hinter den Busch. Vielleicht kann ich den ein oder anderen Treffer. Auf den anrückenden Feind noch setzen. Da ist keiner. Der AT2 steht da. Wahrscheinlich so, dass ich ihn nicht treffen kann. Nee. Es sind noch außer... Was ist denn das? Ein AMX. Ja, direkt getroffen. Oh, der Schuss ging in den Boden. Habe ich nicht lange genug gewartet. Ich bin mit Sicherheit gespottet. Noch ein Treffer in den AMX. Und dann fahre ich mal ein Stück vor. Dass ich... für die Arti etwas schwerer zu treffen bin, falls sie auf mich schießt. Der AMX ist da runtergefahren. Oh, der Schuss ging über mich drüber. Habe ich Glück gehabt. Und was kommt da angerückt? Was ist das? Ein KV-1. Und da drüben rechts ein Churchill 3.
Oh, ging nicht durch. Aber der hat getroffen. Und da ist der Churchill 3. Und in die Front getroffen und den Churchill 3 ausgeschaltet. Und da ist der AMX. Und da fährt ein P-43. Da ist der KV-1. Schöner Treffer. Oh, der Schuss blieb in den Ruinen hängen. Oh, nicht getroffen. Und jetzt steht er hinter den Häusern. Oh, da ist er gerade vorgerückt und mein Schuss hat mit Glück getroffen. Jetzt fährt er ganz schön tief runter. Und da ist der AMX. Und den AMX ausgeschaltet. Und der KV-1 rückt weiter vor. Und jetzt sehe ich gerade 10 zu 13. Ist nur noch der T-67 und ich übrig. Und ich denke mal, der KV-1 ist hier in die Basis eingerückt. Da ist er. Und den KV-1 zerstört. Und die Arti, da kommt die Granate angeflogen. Habe ich nochmal Glück gehabt. Und da ist ein Covenanter. Oh, den hat der T-67 erledigt. Und die anderen beiden, der Cavalier und der Skoda T-24, werden da drüben angezeigt. Von daher versuche ich jetzt mal außen rum zu fahren, Richtung gegnerischer Basis. Und jetzt ist hier der Cavalier. Wir sind doch schon hier. Oh, da hat er mich getroffen, direkt von vorne. Und jetzt hat der Skoda mich auch getroffen. Aber ich konnte noch einige Treffer unterbringen. Und wurde zerstört. Nichtsdestotrotz eine WN8 von 3.981, Damage von 1.299 und 3 Kills. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Drückt den Abonnieren-Knopf und wir hören und sehen uns im nächsten Gefecht wieder.